Im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik ging es um die drei Ws: Wiederaufbau, Wiedervereinigung und Wiederbewaffnung. Die CDU saß fest im Sattel der Regierung. Die schillerndste Figur im Kabinett kam aber aus der bayerischen CSU. Franz Josef Strauß verstand es, auch abstrakte Fragen wie die Einigung Europas in prägnante Worte zu fassen. Waren wir nicht die Ersten, die dem Grundsatz einer verstaubten und überholten Souveränitätsvorstellung der Nationalstaaten vom Typ des 19. Jahrhunderts abgeschworen haben? Waren wir nicht die Ersten, die den Vorwurf der Vorleistungen an das westliche Ausland, ich möchte sagen, mit einem gewissen Stolz getragen haben, weil dieser Vorwurf in Wirklichkeit eine Ehrenerklärung war, dass wir uns bemüht haben, das verputschte Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen Nachbarn in Ordnung zu bringen. Die SPD versuchte nach ihrer verheerenden Wahlniederlage von 1957 und im Zeichen der Anti-Atom-Bewegung das Prinzip der Volksbefragung durchzusetzen. Gegen diese Initiative polemisierte ein 34-jähriger CDU-Abgeordneter in seiner ersten Rede im Bundestag. Es war Rainer Barzel. Diese sogenannte Volksbefragung ist nur ein Glied in der Kette ihrer Pläne zur Macht. Zur Macht, die ihnen das deutsche Volk nicht gegeben hat, weil es Sicherheit will. Als am letzten Tage der außenpolitischen Debatte im März die FDP den Antrag auf konstruktives Misstrauensvotum gegen die Regierung Konrad Adenauer einbringen wollte, da haben sie doch abgewinkt. Und zwar abgewinkt, wenn wir es richtig gehört haben, weil der Boden für den Sturz Konrad Adenauers noch nicht bereitet sei. Stattdessen sprachen sie hier vom sogenannten nationalen Notstand, um eine Formel zu finden, die ihren Versuch der Umgehung des Grundgesetzes mit einem pseudolegalen Mäntelchen versehen soll. Und dann entsann sie diese Aktion der sogenannten Volksbefragungen. Diese Volksbefragung soll nun entweder im Bund oder in den Ländern ihren Plänen den Boden bereiten für den beabsichtigten Sturz der Regierung. Diese Aktionen sollen so etwas wie eine kochende Volksseele produzieren, künstlich natürlich. Und kurz vor dem Siedepunkt dürfen wir dann wohl erneut, wir fragen nur von welcher Seite des Hauses, einen Antrag auf konstruktives Misstrauensvotum erwarten. Der wird dann von uns durch Beschluss, Herr Kollege Dr. Arndt, durch Beschluss abgelehnt. Und dagegen ist ja nach Ihrer Auffassung dann der Generalstreik ein legitimes Mittel. Das scheint Ihre Planung zu sein. Wenn Sie es nicht ist, kommen Sie hierher. Sie haben es auch zu vertreten, dass es einem Außenstehenden nicht mehr möglich ist, abzugrenzen, was Ihr Wollen ist und was dann das ist, was daraus wird. Und Sie haben es auch zu vertreten, dass Sie in einer Lage sind, in der die SED Ihnen pausenlos Beifall spendet. Leider ist dort in Hamburg noch Schlimmeres passiert. Ein Sprecher des DGB erklärte bei dieser Sache, wir dürfen uns mit der Entscheidung des Bundestages nicht abfinden. Er redete dem Generalstreik das Wort und sagte, dass es zunächst aber darauf ankomme, die Deutschen aus der Gleichgültigkeit zu reißen. Erst dann seien weitere Schritte sinnvoll. Wie sich das einfügt in das, was Sie damals sagten, dass der Boden erst bereitet werden müsse, und wie das passt zu dem Wort von Carlo Schmidt, dass Unruhe die erste Bürgerpflicht sei. Und in dieser Situation stand auch der Herr Kollege Döring auf, um das Wort zu ergreifen. Wie könnte er auch irgendwo fehlen, wo ein Süppchen gegen Konrad Adenauer gebraut wird? Und dann kam Max Brauer, sozialistischer Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Um die rhetorische Frage zu stellen, genügt in einer solchen Frage das Votum einer Majorität von Abgeordneten? Und er beantwortete die Frage selbst mit dem Satz, diese Meinung genügt nicht. Bedarf es noch eines Beweises, dass hier an Illegalität nicht nur gedacht wird? Das ist die Sprache des Aufruhrs.
Sie haben das Recht, sich zu ärgern über Ihre dritte Wahlniederlage. Sie haben das Recht, alles zu tun, um im Jahre 61 hier die Bundestagswahl zu gewinnen und legal Konrad Adenauers Regierung abzulösen. Aber Sie haben nicht das Recht, und das sagen wir mit allem Nachdruck, Sie haben nicht das Recht, durch außerparlamentarische Aktionen und durch verfassungswidrige Machenschaft dieses vom Volk gewählte Parlament zu entmachten und dieses von der Mehrheit dieses Hauses gewählte Regierung außerparlamentarisch zu stürzen. Und das ist doch das Ziel Ihres Gesetzentwurfs. Sie wollen Ihre Politik, Ihre vom Volk abgelehnte und Ihre vom Volk verworfene Politik durch verfassungswidrige Hintertüren doch noch zur Geltung bringen. Darum bitte ich Sie namens meiner Fraktion, lassen Sie ab von diesem Entwurf. Sichern wir die erreichte Ordnung, halten wir fest am Rechtsstaat und ersparen wir unserem Volk eine große innere Unordnung, denn auch eine innere Unordnung kann ein Volk ins Unglück stürzen. Ein Wendepunkt in der Entwicklung der SPD war das Godesberger Programm. Hier sprach sich die Partei zum ersten Mal eindeutig für die militärische Integration der Bundesrepublik im Westen aus. Einer der Urheber des Godesberger Programms war Herbert Wehner, der in einer vielbeachteten Rede am 30. Juni 1960 die Gemeinsamkeiten der demokratischen Parteien betonte. Innenpolitische Gegnerschaft belebt die Demokratie. Aber ein Feindverhältnis, wie es von manchen gesucht und angestrebt wird, tötet schließlich die Demokratie, so harmlos das auch anfangen mag. Das geteilte Deutschland, meine Damen und Herren, ich will Sie damit nicht belehren, Sie wissen das wahrscheinlich zum größten Teil selbst, das geteilte Deutschland kann nicht unheilbar miteinander verfeindete christliche Demokraten und Sozialdemokraten ertragen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Die CDU reagierte teils abwartend, teils abweisend auf die Annäherungsversuche der SPD. Adenauer betonte vor der Öffentlichkeit seinen berühmten Wahlslogan. Ich hätte so gerne, meine Freunde, aber ich tue es doch, noch mal gesprochen von unserem Slogan von damals, keine Experimente, meine Damen und Herren. Der ist ausgezeichnet, das Wort. Versteht jeder, sofort, meine Damen und Herren. Man braucht dann gar keine langen Überzeugungen, ist gar nicht nötig. Bleiben wir dabei, meine Freunde, keine Experimente und alles andere, wiederhole ich nochmals, wird sich dann finden. Und glauben Sie mir auch das, es ist zum Segen für das deutsche Volk und für Europa und für die atlantische Welt. Die Wahlen von 1961 schwächten aber die Regierungskoalition. Kurz vor den Wahlen, am 13. August, hatte der Bau einer Mauer um West-Berlin die Öffentlichkeit in Deutschland und im westlichen Ausland schockiert. Das Verhalten Adenauers, der seinen Wahlkampf fortsetzte und erst 10 Tage nach dem Mauerbau in Berlin erschien, wurde von allen Seiten stark kritisiert. Man warf ihm vor, die Berliner im Stich gelassen zu haben. Im Bundestag gab Adenauer eine Stellungnahme der Bundesregierung ab. Die Machthaber in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands haben seit den frühen Morgenstunden des 13. August den Verkehr zwischen dem sowjetischen Sektor und den 3 westlichen Sektoren Berlins fast völlig zum Erliegen gebracht. Entlang der Sektorengrenze wurden Stacheldrahtverhaue errichtet, starke Verbände der Volks- und Grenzpolizei bezogen ihre Stellungen an der Sektorengrenze, um die Abriegelung des Verkehrs zwischen Ost- und West-Berlin durchzuführen. Gleichzeitig wurden Truppen der Nationalen Volksarmee in Ost-Berlin eingesetzt. Diese Abriegelungsmaßnahmen wurden aufgrund eines Beschlusses der Zonenmachthaber vom 12. August ergriffen. Mit ihrer Durchführung hat das Ulbricht-Regime gegenüber der gesamten Welt eine klare
und unmissverständliche politische Bankrotterklärung einer 16-jährigen Gewaltherrschaft abgegeben. Während Adenauer die ganze Schuld für den Mauerbau bei den Machthabern der DDR sah, wies der fraktionslose Abgeordnete Behrisch auf die grundlegenden Ursachen für den Ost-West-Konflikt hin. Herr Präsident, meine Damen und meine Herren, wir alle sind durch das, was in Berlin geschehen ist, erschüttert. Wie könnte es anders sein? Aber erschütternder, meine Damen und Herren, ist noch die vollkommene, auch hier wieder sichtbar gewordene Blindheit gegenüber den Ursachen der Ereignisse. Wir sind dabei, die Schuld zu suchen und fragen, wer trägt die Schuld? Man kann auch sagen, wer trägt nicht mit an ihr? Aber wenn wir jetzt die Schuldigen suchen und schon dabei sind, auch bei den Verbündeten nach der Schuld zu suchen, dann wäre es doch eigentlich an der Zeit zu fragen, wie weit sind wir an diesen Dingen schuld? Der Herr Präsident hat in einem anderen Zusammenhang einmal das Wort vom Ursachenzusammenhang in der Politik geprägt. Ich glaube, dass das ein wahres Wort ist und dass es uns weiterhilft. Ein Freund unseres Landes, ein Freund der Einheit Deutschlands, ein Demokrat, ein Weltbürger, Ministerpräsident Nehru hat hier in Bonn einmal zu diesem Stichwort gesagt, aber das heute steht nicht isoliert in der Luft. Heute ist das Kind von gestern und der Vater von morgen. Und nicht nur das Kind von gestern, sondern von alledem, was vorausgegangen ist. Die ganze vergangene Geschichte hat das heute hervorgebracht. Schauen wir ein wenig zurück, so müssen wir sagen, wir hätten das, was über uns gekommen ist, ja nicht erlebt, wenn wir nicht 1933 den falschen Leuten die Macht gegeben hätten. Ernst wurde es allerdings für Bundeskanzler Adenauer erst im nächsten Jahr, als die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins Der Spiegel auf Veranlassung von Verteidigungsminister Strauß durchsucht wurden. Zugleich wurden Rudolf Augstein und Konrad Ahlers verhaftet. Adenauer vertrat zunächst einmal den offiziellen Standpunkt im Bundestag. Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Abgrund vom Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ich sage, ja. Denn, meine Damen und Herren, wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat betreten wird, sich doch gar nicht vor den Spiegel stellen. Dieses Erklärungsmuster wurde nicht nur von der SPD, sondern auch von dem liberalen Koalitionspartner der CDU abgelehnt. Der FDP-Abgeordnete Döring sprach Adenauer im Bundestag direkt an. Herr Bundeskanzler, es fällt mir sehr schwer, das zu sagen, was zu sagen ich mich jetzt für verpflichtet halte. Ich glaube, ich brauche in diesem Hause niemanden zu sagen, dass ich mit Herrn Augstein seit Jahren befreundet bin. Und ich glaube, ich brauche auch in diesem Hause niemanden zu sagen, dass es niemand mehr bedauern würde als dich selbst, wenn nach Recht und Gesetz der objektive Tatbestand des Landesverrats in diesem Falle festgestellt werden könnte. Aber, Herr Bundeskanzler, ich bin es nicht nur meinem Freunde, sondern auch dem Staatsbürger Augstein und allen anderen schuldig,
dagegen zu protestieren, dass Sie hier sagen, Herr Augstein verdient am Landesverrat. Dann haben Sie als Erster hier ein Urteil gefällt, das zu fällen nur den Gerichten zusteht. Herr Bundeskanzler, ich weiß, was ich sage. Ich bin nicht bereit, und das ist keine koalitionspolitische Frage, unwidersprochen hinzunehmen, dass letztlich durch eine ganz bestimmte Stimmungsentwicklung, gleichgültig wer sie bewirkt, Leute verurteilt sind, bevor sie überhaupt jemals einen Gerichtssaal gesehen haben. Unhaltbar wurde die Situation für Verteidigungsminister Strauß, als er öffentlich zugab, an der Aktion gegen den Spiegel beteiligt zu sein. Aus diesem Grunde ist nachts der Anruf, der Grund des Anrufes erfolgt. Als der Militärattaché, ich weiche dem nicht aus, das wäre eine völlig falsche Annahme oder Unterstellung, bei einem Anruf den Sachverhalt gar nicht glauben wollte und sagte, er kenne nur die Stimme des Ministers, bin auch ich mit ihm verbunden worden und habe ihm das wiederholt, was vorlag. Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes ruft an und behauptet, dass Oberst Oster von dieser Reise Bescheid wisse. Der Herr Ahlers wird gesucht wegen des Tatverdachts des Landesverrats. Gegen ihn liegt ein höchstrichterlicher Haftbefehl vor. Er ist begründet mit Fluchtgefahr und mit Verdunklungsgefahr. Was geht hier vor? Aufgrund der Spiegel-Affäre verlor Strauß sein Ministeramt. Bundeskanzler Adenauer trat 1963 vorzeitig zurück. Schon 1959 war ein anderer großer alter Mann der deutschen Nachkriegsgeschichte zurückgetreten, Bundespräsident Theodor Heuss. Dieser Mann war ein Glücksfall sondergleichen für den jungen westdeutschen Staat, wegen seiner Humanität, seiner enormen Bildung und nicht zuletzt auch wegen seiner väterlichen Jovialität. 1959 hatte Adenauer seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten angekündigt und dann wieder rasch zurückgezogen. Bundespräsident Heuss wurde nun zum Verbleiben im Amt gedrängt. Er reagierte darauf auf eine für ihn typische Art. Es hat Willy Brandt ja nun davon gesprochen, dass ich nicht mehr Bundespräsident sei. Und er hat so ein Klatschplebiszit veranstaltet, dass ich das also bleiben könne, solle. Aber er weiß auch, dass es institutionelle Überlegungen war die von Anfang an. Wenn man ein Grundgesetz nicht ändert, weil gerade ein Mann, den man gern hat, vorhanden ist. Ich habe ja viele Zuschriften auch von Berlin bekommen. Ich soll doch bleiben. Nicht von Berlin, sondern von Bayern bekam ich eine herrliche Depesche, die ich verbreiten möchte, weil im Anschluss an den Don Carlos von Schiller, wo alles liebt, kann Karl allein nicht hassen, mir einer depeschiert hat, wo alles bleibt, kannst du allein nicht gehen. Nachfolger von Heuss wurde der bisherige Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke, der das Amt aus reinem Pflichtgefühl annahm und wegen seiner biederen Rechtschaffenheit und Schusseligkeit zur Spottfigur der Nation wurde. Bei der Amtsübergabe geht Heuss ganz souverän mit der Situation um. Ich habe in dieser Stunde, da ich mich von Bundesrat und Bundestag, also ich muss ja immer den Bundestag eigentlich zuerst reden, aber das ist wurscht. Das ist ja nicht für eine Weile. In dieser feierlichen Stunde ist ein Beifall für die Wurst ungewöhnlich. Dass ich nicht über allgemeine Dinge Staatsdinge meditiere, ich wende mich jetzt an meinen Amtsnachfolger, den Bundespräsidenten Dr. Lübke, mit dem ich in den verwichenen Worten manches ernsthafte männliche Gespräch führen konnte. Und er weiß, dass er um seiner Person wie um des Staates willen wo immer ein sachliches Bedürfnis vorliegt, vorzuliegen scheint, meines loyalen Rates sicher sein darf. Denn es geht ja nicht darum, dass
wie es manchem draußen erscheint, ein Schnitt zwischen einer Ära Heuss und einer Ära Lübke sich vollzieht, sondern dass eine Kontinuität unseres staatlichen Seins ist. 4 Jahre später trat Adenauer zurück. In seiner Abschiedsrede sprach sich der erste Kanzler der Bundesrepublik für Kontinuität und Berechenbarkeit aus. Der Erfolg, namentlich eines geschlagenen Volkes, wie wir es doch waren, nach einem Krieg, meine Herren, der von Deutschen vom Zaune gebrochen war, gerade, meine Damen und Herren, für ein solches Volk ist die Stetigkeit in der Politik eine Grundbedingung. Nichts, meine Damen und Herren, ist dem Ansehen eines Volkes und namentlich unserem Volk nach alledem, was hinter uns liegt, abträglicher als der Ruf der Unstetigkeit. Die Stetigkeit in der Politik, meine Damen und Herren, ist die Voraussetzung für das Ansehen eines Volkes. Im Schlussteil seiner Rede verabschiedet sich der fast 90-jährige Staatsmann mit Humor und Herzlichkeit von seinem Amt. Nun, ich werde ja wieder in Ihre Reihen zurückkehren, da ist mein Platz. Und meine verehrten Damen und Herren, ich werde zuhören. Ich hoffe, wenig zu sprechen. Ja, meine Herren, wenn Sie mich auffordern, dann werde ich sprechen, hoffentlich gut sprechen. Aber ich werde zurückkehren, dort auf diesen Platz, und bin dann frei von manchen Fesseln, die ich bis jetzt habe, meine Damen und Herren. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, möchte ich Ihnen allen nochmals danken, wie ich das zu Eingangs meiner Ausführungen getan habe. Ihnen allen ausnahmslos. Und ich möchte dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke. 4 Jahre später starb Adenauer. Seinem Nachfolger Ludwig Erhard war es nicht gelungen, die Spannungen innerhalb der Regierungskoalition auszugleichen. Nach dem Bruch des Bündnisses zwischen der CDU-CSU und der FDP trat die SPD zum ersten Mal nach dem Krieg in Regierungsverantwortung. Eine große Koalition zwischen Christ- und Sozialdemokraten wurde gebildet. Der neue Bundeskanzler hieß Kurt Georg Kiesinger. Es war auch Kiesinger, der eine Laudatio auf den verstorbenen Kanzler Adenauer hielt. Der Auftrag der Edlen ist es nicht, die Zukunft ängstlich zu befragen, sondern im Reich der Freiheit und Notwendigkeit, in dem wir uns alle bewegen, zu tun, was Einsicht und Pflicht ihnen gebieten, so wie er es selbst ausgesprochen hat. Ich habe den Wunsch, dass später einmal, wenn die Menschen über den Nebel und Staub dieser Zeit hinwegsehen, von mir gesagt werden kann, dass ich meine Pflicht getan habe. Konrad Adenauer hat das gelobte Land nicht mehr erreicht. Weder die Wiedervereinigung der Deutschen noch die Einigung Europas. Er hat sie uns als ein großes Vermächtnis hinterlassen. Mögen wir seiner würdig sein. Über Kiesinger wurde geschrieben, wenigen Abgeordneten war wie ihm echtes Pathos eigen. Es heißt aber auch über ihn, er verfüge über die mitreißende Kraft zur Formulierung überzeugender Argumente, gewissermaßen aus dem Handgelenk. Diese Eigenschaft kam ihm zugute, als er das Bündnis der Christdemokraten mit der SPD rechtfertigte. Zum ersten Mal haben sich die christlich-demokratische und christlich-soziale Union
und die Sozialdemokratische Partei auf der Ebene des Bundes zur Bildung einer gemeinsamen Regierung entschlossen. Das ist ohne Zweifel ein Markstein in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Ereignis, an das sich viele Hoffnungen und Sorgen unseres Volkes knüpfen. Die Hoffnungen richten sich darauf, dass es der Großen Koalition, die über eine so große Zweidrittelmehrheit, weit übersteigende Mehrheit im Bundestag verfügt, gelingen werde, die ihr gestellten schweren Aufgaben zu lösen. Die FDP hatte die Bildung der Großen Koalition scharf kritisiert, zumal eine für die Liberalen sehr negative Änderung des Wahlrechts beabsichtigt war. Bundeskanzler Kiesinger antwortete auf die Vorhaltungen der Opposition gelassen. Zwischen Scylla und Charybdis musste sich also diese Debatte hindurch steuern. Und ich glaube, sie hat schon bei diesem ersten Male den Beweis erbracht, dass es in diesem Hohen Hause auch in der Zeit der Großen Koalition nicht langweilig zu sein braucht. Es ist ja ganz selbstverständlich, dass die beiden Partner, die sich in der Großen Koalition zusammengefunden haben, auch in der Zukunft über verschiedene Dinge verschiedene Auffassungen haben werden. Worauf es ankommen wird, ist nicht, Herr Kollege Spitzmüller, dass die SPD auf Gedeih und Verderb mit der CDU geht. Worauf es in dieser Großen Koalition ankommt, ist, dass die beiden Koalitionspartner auf Gedeih und Verderb bis zum Jahre 1969 zusammenhalten und in dieser Zeit das leisten, was unser Volk von ihnen erwartet. Das größte Problem für die Große Koalition waren die Studentenunruhen. Die Unzufriedenheit großer Teile der Jugend wurde nicht direkt durch die neue Regierung verursacht, obwohl viele junge Menschen die Beteiligung der SPD an einer Koalition mit den Konservativen missbilligten. Die Studenten standen an vorderster Front der Protestbewegung und verlangten die Beseitigung des Muffs von 1000 Jahren an den Universitäten. Die Machthaber der Großen Koalition reagierten erstaunlich gelassen auf die Unruhen. Bundeskanzler Kiesinger zum Beispiel. Ich persönlich möchte sagen, ich schöpfe aus der Unruhe diese Studenten nicht nur Unbehagen, sondern auch Hoffnung. Hoffnung, weil es eine Jugend ist, die sich engagieren will. Gelassen und selbstkritisch reagierte auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel. Meine Damen und Herren, das, was, glaube ich, nun das wirklich Wichtige ist, wir alle sprechen davon, die Gewalt muss weg, das ist alles richtig. Aber das genügt nicht, es muss etwas Positives her. Und was ist das Positive, um das es hier geht? Es geht darum, dass wir alle miteinander erneut die Toleranz als die fundamentale Bedingung unseres Zusammenlebens, als die Basis unserer Gesellschaft und das bestimmende Prinzip unseres Staates erkennen und entsprechend Position beziehen. Wir müssen miteinander leben, voneinander lernen und miteinander die Herausforderung der Welt bestehen. Nicht nur Gewalt muss aufhören. Der Respekt vor der anderen Meinung muss die Alltagswirklichkeit in unserem Lande bestimmen. Zusammenleben ohne Gewalt und den Respekt vor der Meinung des anderen. Darum geht es hier in Europa und in der Welt. Noch selbstkritischer als Barzel kommentierte der FDP-Abgeordnete Walter Scheel den veränderten Zeitgeist. Wir, die Politiker, haben doch jahrelang danach gerufen, dass die junge Generation, dass die Jugend endlich sich mit Politik befassen soll, dass sie den Materialismus nicht verherrlichen soll, dass sie sich engagieren soll. Nun engagiert sich die junge Generation. Und nun habe ich das Gefühl, dass es manchem Politiker erst recht nicht recht ist, dass sie sich engagiert. Die Studentenunruhen waren ein weltweites Phänomen. Trotzdem gab es eine spezifisch deutsche Komponente, die Carlo Schmidt von der SPD ansprach. Carlo Schmidt galt wegen seiner Kultiviertheit als politische Ausnahmeerscheinung.
Man nannte ihn einen Paradiesvogel oder gar einen bildungsprunkenden, anspruchsvollen Individualisten und Genussbürger. Er sprach etwas wehmütig von der fehlenden politischen Kultur in Deutschland. Unsere Jugend vor allem, aber wir alle, haben es nicht so gut wie andere Völker. In unserem Staat gibt es doch nichts, was Glanz hätte. Und es kann wahrscheinlich lange Zeit nichts geben in diesem Staat, was Glanz haben wird. Das liegt an dem Krieg, das liegt an den 1000 Jahren und an manchem anderen noch dazu. Aber es ist so. Und es ist sehr schwer für ein Volk zu leben, zufrieden mit sich selber, mit dem, was ist, zu leben, im bloßen Grau des Alltags und im bloßen, in dem, was in der amerikanischen Verfassung heißt, Pursuit of Happiness, was notwendig ist, aber es genügt für sich allein nicht. Der Mensch lebt nicht vom Wohlstand allein und von der Erreichung eines immer größeren, höheren Lebensstandards. Das ist sehr notwendig und wichtig und muss sein. Aber dazu hin braucht er noch etwas anderes, an dem er an sich selber hinaufschauen kann. Und weil dem nicht so ist, ist dieses Volk unruhig. Ich will nicht das Wort Talleyrand hier wiederholen. Dem König sagt es hier, la France s'ennuie. Und deswegen ist sie turbulent, dieses Frankreich. Ein Volk muss das Gefühl haben, vor allen Dingen eine Jugend muss das Gefühl haben, dass es für einen selber und für die Welt gut ist, dass es dieses Volk und diesen Staat gibt. Nur dann, glaube ich, wird es mit der Leidenschaft, der Gelassenheit unruhig sein können, die dem Staate gut tut und ihn nicht anfrisst wie Ratten. Nun aber zur Kritik gehört nicht nur, dass man sagt, das alles und das ist falsch und nicht richtig. Neben die Schelte des Ungenügenden gehört die Anerkennung des Guten, das da ist. Und ich möchte sagen, bei aller Skepsis, dass dieser Staat eine Reihe von Dingen geschaffen hat, auf die er und sein Volk stolz sein können. Die Studentenunruhen fanden zu einem Zeitpunkt statt, wo rechtsradikale Gruppen immer mehr in Erscheinung traten. Die NPD hatte beispielsweise im April 1968 fast 10% der Stimmen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg gewonnen. Gegen Gefahren von links und rechts wandte sich vehement der SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt. Wenn man diese letzten 3, 4, 5 Generationen unseres Volks zurückdenkt und all diese Staaten und Gesellschaften, die wir miteinander gebildet hatten, nochmal vor dem geistigen Auge vorüberziehen lässt, dann wird man sagen müssen, dass dieser Staat, Bundesrepublik Deutschland, in der jüngeren Geschichte unseres Volkes derjenige Staat ist, der für seine Bürger bisher jedenfalls das größte Maß an Freiheit verwirklicht hat. Und das werden wir und wollen wir uns nicht kaputt machen lassen. Weder von rechts noch von links. Und diese Gesellschaft, die wir miteinander nach dem Kriege unvollkommen, wie sie ist, zustande gebracht haben, ist bisher jedenfalls in der jüngeren deutschen Geschichte diejenige Wirtschaft und Gesellschaft, die das größte Maß an sozialer Gerechtigkeit und an sozialer Sicherheit realisiert hat in unserem Volk. Und das werden wir uns auch nicht kaputt machen lassen und auch nicht kaputt reden.